Hallo und herzlich willkommen bei LTV Aktuell am Mittwoch. Als erstes schauen wir auf die aktuellen Infektionszahlen. Für Cottbus wurden heute 4 weitere Infektionen bestätigt. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 15. Im Karl-Thiem-Klinikum werden weiterhin 5 Menschen mit einer Infektion auf der Intensivstation behandelt. Im Spree-Neiße-Kreis sind keine weiteren Infektionen dazugekommen. Die Brandenburger Landesregierung hat gestern eine neue Umgangsverordnung verabschiedet. Dank niedriger Inzidenzen treten ab heute neue Lockerungen in Kraft. Die wichtigsten haben wir in den Kurznachrichten für Sie zusammengefasst. Brandenburg lockert. Seit heute sind sämtliche Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit aufgehoben. Außerdem fällt die Maskenpflicht im Freien an Grundschulen und an Horten komplett weg. In Geschäften, geschlossenen öffentlichen Räumen und im Nahverkehr bleibt die Maskenpflicht aber bestehen. Die Testpflicht fällt außerdem auch weg, außer in Schulen, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie Diskotheken und Clubs. Letztere dürfen unter Hygieneauflagen auch wieder öffnen. Steigt der Inzidenzwert in einer Region über 20, verschärfen sich die Maßnahmen wieder. Filmerlebnis kehrt zurück. Viele Brandenburger Kinos wollen ab dem 1. Juli wieder öffnen. Das hat auch das Cottbuser Kino Weltspiegel bekannt gegeben. Ende Juni soll das aktuelle Kinoprogramm veröffentlicht werden. Neuigkeiten werden auf den jeweiligen Internet- und Social-Media-Seiten veröffentlicht. Theater im Freien. Das Piccolo-Theater nimmt die beliebte Komödie Fast Faust wieder ins Programm auf. Gespielt wird am Samstag, den 19.06. um 19.30 Uhr. Weitere Termine sind für die darauffolgenden Wochenenden geplant. Die Vorstellungen laufen auf dem Erich-Kästner-Platz auf der Sommertheaterbühne neben dem Piccolo-Theater. Der Bahnverkehr zwischen Cottbus und Berlin war heute Morgen stark eingeschränkt. In der Nähe des Bahnhofs Halbe kam es zu einem tödlichen Unfall. Ein 91-Jähriger ist ins Gleisbett gefallen und unter einen fahrenden Zug geraten. Zur Absicherung der Unfallstelle musste der Zugverkehr gestoppt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Zu müde, zu hungrig, zu faul? Bei den Seniorinnen und Senioren, die Sie jetzt gleich sehen, zählen diese Ausreden nicht. Sie haben Ihr Seniorensportfest im letzten Jahr nämlich sehr vermisst. Zum Glück konnte es heute doch noch stattfinden. Na, welche Ausrede haben Sie, um nicht Sport zu treiben? Das Alter kann es zumindest nicht sein. Das haben heute Vormittag viele Seniorinnen und Senioren eindrucksvoll bewiesen. Im letzten Jahr musste das Seniorensportfest des Stadtsportbundes ausfallen. Das Jahr Pause hat der Beliebtheit aber keinen Abbruch getan. Und das ist auch gut so. Zwar hat Corona den Sport in allen Altersklassen zum Teil lahmgelegt, doch gerade bei Älteren wiegt ausbleibende Bewegung noch mal etwas schwerer. Gerade für die Senioren ist es wichtig, nicht nur Sport zu Hause zu machen vorm Computer, sondern in der Gemeinschaft. Sie haben viele Entbehrungen, die freuen sich jetzt wieder auf ihr Seniorensportfest, auf den Hallensport ohne Masken und den Sport generell wieder in der Gemeinschaft. Das ist eine ganz wichtige Sache und ich freue mich, dass wir heute das Seniorensportfest durchführen können. Damit keine Langeweile aufkommt und man so viele Bereiche wie möglich trainiert, gab es wieder mehrere Stationen. Die Seniorinnen und Senioren konnten sich etwa beim Yoga, bei diversen Gymnastikübungen, aber auch beim Torwandschießen ausprobieren. Das Schwungtuch wurde zunächst eher belächelt. Wer es dann aber ausprobiert hat, fühlte sich nach kurzer Zeit wieder viele Jahre jünger. 8 Minuten hatte man pro Station, dann ging es weiter. Jeder war mit Elan dabei, schließlich wollen alle fit genug bleiben, um im nächsten Jahr wiederzukommen. 2011 wurde aus der GWG Stadt Cottbus die EG Wohnen 1902. Die Genossenschaft ist aber schon viel älter. 1902 wurde sie als Wohnungsverein der preußischen Staatseisenbahnbeamten zu Cottbus gegründet. Wir haben mal zusammengefasst, wie sich die Genossenschaft über die Jahre verändert hat. Bleiben Sie also noch kurz dran. Vorher verabschiede ich mich aber noch. Tschüss, bis morgen. Die heutige EG Wohnen ist seit ihrer Gründung im Jahr 1902 von einem ständigen Wechsel geprägt.
Ein kurzer Rückblick. Aus dem einstigen Wohnungsverein der preußischen Staatseisenbahnbeamten zu Cottbus wurde nach mehreren Umbenennungen die AWG Stadt Cottbus EG. Aus der wiederum 1990 die gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Stadt Cottbus EG, kurz GWG. 20 Jahre später ist die Genossenschaft einen großen Schritt gegangen. 2011 hat sie nicht nur ihrem Erscheinungsbild neue Farben gegeben, sondern hat gleich einen kompletten Tapetenwechsel vorgenommen. Und wie das bei einer kompletten Renovierung nun so ist, wurde auch gleich der Name in EG Wohnen 1902 umgeändert. Jedoch wurde nicht nur intern vieles auf neue Füße gestellt, auch im Stadtbild selbst gab es zahlreiche Neuerungen. So zum Beispiel die auffälligen Werbemaßnahmen auf Fassaden, Straßenbahnen oder Firmenautos. Und was noch viel wichtiger ist, die vielen innovativen und modernen Neubau- und Sanierungsobjekte. Die EG Wohnen 1902 steht als Genossenschaft für sicheren und bezahlbaren Wohnraum in Cottbus und Umgebung. Sie bietet einen zuverlässigen Service für ihre Mitglieder und ein faires Miteinander mit Stadt, Partnern und Lieferanten. In den letzten 10 Jahren ist in Cottbus so einiges passiert. Die EG Wohnen kann voller Stolz sagen, dass sie vieles bewegen konnte und auch in Zukunft vorn mit dabei sein wird. Es gibt vieles, das uns mit unseren Kunden verbindet. Gradlinigkeit, Neugier, die Liebe zum Detail oder die Offenheit für Neues. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir einfach näher dran sind. Expert mit den besten Empfehlungen. Willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Wir haben wieder geöffnet und freuen uns auf Ihren Besuch. Zur Wiedereröffnung gibt es 30% Rabatt bei Möbelneubestellungen, 50% bei Küchenneuplanungen und natürlich unsere 0% Sonderfinanzierung. Willkommen zurück im Möbelzentrum Großräschen. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Informieren Sie sich und kaufen Sie zu den gewohnten Öffnungszeiten. Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr. Ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Du suchst wieder mal deinen Mietvertrag, die letzte Betriebskostenabrechnung für die Steuererklärung. Das ist nun vorbei. Mit der neuen App zum EG Wohnen Kundenportal. Die App ist gratis erhältlich. Einfach installieren und anmelden. Telefonwartezeiten einfach sparen. Jederzeit die eigenen Vertragsdaten sehen. Alle Dokumente finden. Alles auf einen Blick, auch den gesamten Schriftverkehr mit uns. Schnell und unkompliziert. Das Suchen kannst du nun vergessen. Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Zimmermann hilft.
Beschwerden zu lindern und ihre Mobilität zu erhalten. Wir betreuen und beraten Sie individuell und ermitteln die passenden Produkte für Ihre Bedürfnisse. Bei Brustepithesen, die zum Erhalt der weiblichen Körpersilhouette beitragen. Bei der Kompressionsversorgung mit unserem innovativen 3D-Messverfahren. Und beim Thema Bandagen, die das Gelenk sowie den Knochen stützen und entlasten. Gemeinsam arbeiten wir daran, Ihre Beschwerden zu lindern. Für mehr Lebensqualität und Lebensfreude.